So. Alter, was wir da oben wieder freischaufeln, ne? Ich würde sagen, jetzt ist auch gut mit dem Diorit. So, jetzt kommt das Kabel da wieder hin. Dann haben wir es hier auch so gut wie geschafft. Und dann haben wir hier, oh mein Gott, wie viel Diorit wir hier haben. Alter. Klack, 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 la, 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 la. Gut, damit kommen wir auf jeden Fall raus, also da kannst du nicht mehr meckern. Das mit den Schwämmen da unten, ne? Was ist das denn? Was ist, geht hier auf der Welt ab? Das sollte, glaube ich, eigentlich so sein. Das war schon. Wir könnten ja noch ein bisschen mehr Diorit da unten abbauen und dann können wir einfach mal versuchen. Dann gehen wir hier mal auf. Und das ziehen wir hier weg. Und könnten natürlich die Wände hier auch aus Diorit machen. Decke und Wände aus Diorit. Also ich würde es krass finden. Aber wo war das jetzt? Shit. Ich denke mal hier. Den Baum ist halt so ein Diorit ab, aber hier ist nichts. Ist anders. Was nehmen wir denn? Wir können hier Erde nehmen. Oder wir versuchen erstmal die Wände direkt zu machen, falls Diorit irgendwo aufploppt, dass wir davon dann hier das wegnehmen. Auf jeden Fall erstmal hier die Erde weg. So, eine Wand haben wir. Hier war das schon mal mit dem Diorit, kann sein. So. Upsa. Dankeschön. Ja, hier war das mit der Diorit-Ader. Das machen wir dann gleich, wenn wir die Wände ausgehoben haben. Dann noch ein bisschen Granit für den späteren Tunnel. Oh nein! Ich wusste doch, dass in der Nähe von Sansa irgendwas ist. Oh Mann, ey. Da habe ich es jetzt geschafft. Einen Moment mal kurz, ich muss kurz die Ohrstöpsel wieder mal. So, da bin ich wieder. Jetzt. Ja, so, dann haben wir das Wasserproblem ja auch gelöst. Und hier können wir von mir aus dicht machen. So, hier wird es schwierig an der Wand. Hier würde dann das ganze Wasser reinkommen. So, würde ich mal sagen, wir bauen erstmal hier die Granitader ab. Wir werden sehr viel Granit gebrauchen können. Deshalb ist es umso besser, wenn wir das so früher wie anfangen. Na, der frühe Vogel, der fängt den Wurm. Und die Katze sagt, der frühe Vogel war lecker.
So. Die beiden nur, mehr nicht. Ist ja schade. Und hier haben wir Kohle. Wow! Was war das denn? Die hier kommen wieder dahin. Ah, den Tunnel, da müssen wir mal gucken, wie das läuft. So, jetzt möchte ich hier erstmal... Wir brauchen Diorit, ja. Aus dieser, aus diesem Teil schlagen wir mal das ganze Diorit aus. Ich verwechsel das immer manchmal. Tut mir leid, wenn ich das verwechsel. Es kann dazu kommen, dass ich manchmal Granit mit Diorit verwechsel. Ja? Das kann schon sehr möglich vorkommen. Das kann schon vorkommen. Kohle können wir natürlich auch mitnehmen. Ist ja auch keine Frage. Das war's, glaube ich, schon mal. Oh. Mehr haben wir nicht. So. Wir brauchen aber auf jeden Fall noch mehr. Ja, die 15 Stück werden unmöglich reichen. 15 Stück meine ich, 15 und 64 Stück. Und wie gesagt, das Verbauen, das kommt sehr oft vor. Ich verbaue mich immer bei jeder Kleinigkeit. So. Wenn wir dann noch genug Diorit später über haben, können wir natürlich auch den Tunnel noch auskleiden. Also diesen Übergang hier zum Nether-Portal, nämlich der sieht auch schrecklich aus. Und den wollen wir natürlich auch nicht so haben, ne? So, noch elf Diorit. Das ist ja super. Jetzt haben wir kein Diorit mehr. Ich wusste, dass es mir irgendwann ausging, das ganze Zeug. So, es wird wieder morgen scheinbar und wir brauchen Diorit. Wir haben doch bestimmt... Oh, ich weiß es. Ich glaube, wir haben das Ganze rausgeräumt. Glaube ich, ich weiß es nicht. Scheinbar. Granit können wir aber reintun. Granit können wir schon mal alles polieren, weil das brauchen wir noch. Granit brauchen wir noch viel, 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 viel mehr. Deshalb würde ich einfach mal sagen, wir... bauen uns hier draußen kurz mal ein Stückchen runter. Provisorisch, damit wir vielleicht da so ein bisschen runter können, damit wir eine neue Ader öffnen können. Oh Mann! Warum explodiert denn der? Wo willst du denn hin? Danke. Natürlich musste der explodieren und wir haben nur einen Schaden im Dach. Also in der Decke hier. Krieg ich den? Nee. Warte. Jetzt krieg ich den. Super. So schlimm ist es ja auch nicht. Ist ja nur die Decke hier. Und hier unter, was hier unter passiert, ist scheißegal. So, da unten haben wir wieder Diorit. Das gefällt mir sehr gut. Wir haben natürlich hier verdammt viel Andesit. Wir haben von allen dreien eigentlich verdammt viel. Aber Diorit geht jetzt erstmal vor, danach kommt Granit. Das kommt an zweiter Stelle, also an zweiter Stelle, weil davon brauchen wir auch noch verdammt viel. Granit brauchen wir verdammt viel. Also da können wir ruhig mal von 5, 6, 7, 10, 20 Stacks oder so ausgehen. Das kriegen wir nicht so einfach hin, den ganzen Tunnel auszukleiden dann. Wird auch nicht einfach, weil der Tunnel relativ lang wird. Wird zwar jetzt keinen Kilometer oder so lang, aber der wird schon reichlich haben. Eisen nehme ich gerne mit. Unsere Spitzhacke geht langsam hier kaputt, merke ich gerade.
So. Da haben wir wieder Granit. Wow, da war die Maus wieder so schnell. Manchmal verstehe ich das nicht. So. Na, Mensch, diese Maus manchmal. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen leise bin. Ich lausche gerade so ein bisschen der Musik. Also wir müssen uns merken, dass hier eine große Diorit und eine andere Ader ist. Na, müssen wir uns hier merken. Unter dem Lagerhaus. Sagen, das lassen wir einfach mal hier so. Damit wir, ne, damit wir hier immer runter können, falls es soweit ist. So. Diorit haben wir genug. Das sollte auf jeden Fall reichen. Ich möchte noch mal die Knochen hier verbraten in irgend so ein das Weizen. Ich habe bestimmt auch wieder ein Ei gelegt, ne? Sag mal, geht's noch? Willst du da? Egal. Egal. Kein Ei? Mensch. Ist was denn heute los? Kann doch nicht sein. Ach so, Getreide. So, das war's. Ich lasse das jetzt einfach mal das ganze Getreide hochwachsen, dann ernte ich alles auf einmal ab, damit wir mal in so einen Zyklus kommen, der ständig ist und nicht so wild durcheinander. Ist hier unter uns was? Hiya! Oh! Haben wir gut gesucht. Alter! Oh! Ja, gut! Na los. Fahren sich gerade gegenseitig ab. Super. Die spielen gerade miteinander, die beiden. Oh. Das war so klar. Wir haben natürlich auch Besuch aus der Hölle. Huh? Hey, Besuch aus der Hölle. Besuch aus der. Kann sein, dass da hinten jetzt noch mehr kommt, aber ich hoffe nicht. So. Würde ich mal sagen, wir bauen hier zu. Dann müssen wir gleich mal das ganze Wasser reinlassen. Müssen uns jetzt um diese gerade Wand hier vorne kümmern. Und natürlich von unten nach oben ab. Es kann sein, dass da gleich ganz viel Wasser kommt, muss aber nicht sein. Scheinbar sind wir. Ja, super. Aber da, wo der Sand ist, ist viel Wasser. So, jetzt können wir das hier auch einkleiden in Diorit. Diorit. Und dann haben wir den Keller fertig, oder?